Mein Name ist Jürgen Löffler, ich bin Audi Exterior Designer. Ich sehe das Fahrzeug heute zum ersten Mal auf der Straße als Serienfahrzeug. Es wirkt extrem breit, bullig, macht einen sehr guten Eindruck. Der IMSA GTO war unsere Inspiration, unsere Ikone, unser Vorbild für den RS6 GT. Von den Lufteinlässen, den großen, über die Folierung bis hin zum Doppelflügel. Und den können wir jetzt wieder am RS6 GT bewohnen. Im Frontbereich haben wir einen komplett neu gestalteten Frontstoßfänger, einen neuartigen Single Frame, der ist wesentlich flacher. Wir haben ein neues Mesh innerhalb des Single Frames. Der untere Bereich hat eine Spoilerlippe, die ist wirklich nach vorne gezogen wie ein Kinn und lässt das Fahrzeug dann nochmal richtig satt auf der Straße sitzen. Wir haben versucht, ganz viel Heritage in das Fahrzeug mit einzuarbeiten. Das sind zum einen die drei Elemente im vorderen Bereich, aber auch die Felgen am Fahrzeug, die inspiriert sind von dem berühmten Avus. Die Felge wirkt sehr tief, hat sehr starken Trichter, 6 Speichen, 22 Zoll und gibt dem Fahrzeug einen ganz eigenen Charakter. Wir haben zum ersten Mal beim RS6 eine Haube komplett aus Carbon und wir wollten dem Kunden auch die Möglichkeit geben, dieses Carbon auch zu sehen. Deswegen Sichtcarbon in der oberen Fläche, genau bei den dreidimensionalen Elementen. Der RS6 GT hat einen ganz eigenen Kotflügel bekommen, ganz neues Design. Mit Luftauslässen hier im hinteren Bereich, also wirklich auch durchströmt. Mit einem GT-Badge an der Seite. Die Heritage-Folierung ist klar inspiriert von unseren Rennsportwägen aus den 80er Jahren mit den drei Audi-Sportfarben. Es gibt eine Möglichkeit, das Fahrzeug in dieser Heritage-Folierung zu bestellen, aber auch in 2 weiteren Farbvarianten, bei dem das Fahrzeug dann ein bisschen dezenter gehalten ist. Die Felgen werden dann zur jeweiligen Farbe und Folierung angepasst. Wir wollten das Fahrzeug noch sportlicher, noch flacher erscheinen lassen und ohne die Dachreling haben wir jetzt einen wunderschönen Fluss in den Heckspoiler. Das Wichtigste am Heck ist natürlich unser neuer Doppelflügel. Der wirkt sehr wuchtig, sehr dominant und gibt dem Fahrzeug einen sehr rennsportartigen Charakter. Der Diffusor wiederholt das Thema Rennsport vom Heckflügel. Wir haben 3 vertikale Elemente im inneren Bereich. Diese sind durchströmt und der mittlere vertikale Steg beinhaltet einen Reflektor. Die Badges sind nur für den RS6 GT in den 3 Audi Sportfarben und das sowohl im Frontbereich als auch im Heck. RS6 GT sind zum ersten Mal RS-Schalensitze verbaut mit Rückseiten aus Carbon und das passt natürlich perfekt in Verbindung mit dem Exterieur. Die Sportsitze haben eine Wabensteppung in Kontrastnaht, Rot und Kupfer und das lässt das Fahrzeug natürlich sehr edel und sportlich erscheinen. Der RS6 GT ist auf 660 Fahrzeuge limitiert. Wir haben für den Kunden diese fortlaufende Nummerierung sichtbar gemacht und das bietet natürlich ein Höchstmaß an Exklusivität. Natürlich ist es ein Traum, an einem RS6 zu arbeiten, dann noch am höchsten Modell, dem GT. Große Räder, breite Backen, das Fahrzeug sitzt tief auf der Straße und wirkt richtig bullig. Der Traum jedes Designers.